Ja, wie wär's mit einer Stadterkundung, Leute? Habt ihr Lust drauf? Ich nicht, aber ihr wahrscheinlich auch nicht, aber wir müssen es machen. Zur Vollständigkeit. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es in der Welt wohl gibt. Es muss toll sein, die Meere zu überqueren und Pokémon mit Leuten zu tauschen, die weit weg leben. Ja, momentan gibt's 649 Pokémon, aber es wird wahrscheinlich noch mehr geben. Ich habe von einigen Schurken gehört, die Pokémon stehlen und Meteoriten klauen. Du meinst wohl Team Magma? Oder Team Aqua, je nachdem, was für eine Edition es ist. Gut, Pokémon Center angeschaut. Stadt wird nun durch die Lupe genommen. Ich komme aus Kanto. Die Höhenregion ist wunderschön mit all dem Wasser und dem Grün. Hey, warte mal, ob es seltene Pokémon gibt, die nur in dieser Region leben? Ja, also gibt es einige. Absol ist zum Beispiel eins, ne? Und einfach alle unsere Team-Pokémon kommen nur aus der Region. Ne, also hast noch einiges zu tun. Viel Spaß dabei. Hast du die seltsame Höhle in der Bucht am Ende des Orts gesehen? Ja, das ist das Versteck von Team Aqua oder Team Magma. Je nachdem, was für ein Spiel es ist. Je nachdem, was für eine Edition es ist. Das größte Geheimnis dieses Planeten hütet der Meeresboden. Das hat mir mal jemand gesagt, aber ich weiß nicht. Ja doch, da habe ich mal neulich bei N24 so eine Dokumentation über den Marianengraben gesehen, dass es dort Kreaturen gibt, die noch nie zuvor ja, Menschen entdeckt haben und dass die unter 5000 Metern unter Wasser leben kann, wo der Druck enorm ist und die noch es schaffen, nicht zerdrückt zu werden. Die müssen irgendwas dagegen haben, damit sie nicht zerdrückt werden. Und da haben sich Forscher Gedanken gemacht, ob man das in die Weltraumforschung benutzen kann, um weit entfernte Planeten zu kennen. Ja, recht interessantes Thema. Sowas sieht man auf N24. Okay, genug mit der Werbung. Zwischen Moosbach City und Cineroville befindet sich ein tiefer Unterwassergraben. Das hat mir jemand erzählt. Ja, wir können noch nicht unter Wasser, da wir noch keinen Taucher haben. Die haben wir schon angesprochen. Gut eigentlich. Wir haben schon ein bisschen erkundet gerade. Team Magma Trainier, ihr Weimer drüben in der Bucht. Wilma Trojan können nicht auslaufen, da sie uns im Weg sind. Ja, die werden wir auch gleich sehen. Okay, was hast du zu sagen? Ich habe ein entspannendes Nickerchen im Gasthof am Meer gehalten. Das Rauschen der Wellen war so angenehm. Und da hat mir jemand mein Pokémon gestohlen. Wer ist dieser schändliche Dieb? Team Magma. Es war Team Magma. Haha. Jetzt musst du dir ein neues fangen. Gassee Motel. Behalte uns als Rose der Segersub City in Erinnerung. Oder als Rose, ja. Wow, das ist echt doch mal ein Hotel. Ein Gast. So haben sie also die Anzahl der Gäste verdoppelt, indem sie Pokémon als Attraktion repräsentieren. Vielleicht sollte ich ein niedliches Pokémon zum Maskottchen meines Gasthofes machen. Ich frage mich, ob ich so mehr Gäste hätte. Oh, tut mir leid, ich habe so konzentriert ferngesehen. Seit Team Magma an diesem Ort ist, bleiben die Gäste aus. Dann vertreibt sie auch einfach, ruft die Polizei und tut ihr Gebäude sprengen oder was weiß ich. Irgend so Zweiter Weltkriegs-Style halt. Hey, geh weg da! Du bist doch nicht aus Glas! Okay, besuch die. Okay, hier ist niemand. Ist ja toll. Das ist das beste Hotel der Welt. Keiner da. Ja, ein Gast habe ich vorhin gesagt, aber das ist der Besitzer, nehme ich an. Geiles Hotel. Mach mal was aus deinem Hotel. Es geht so nicht hier. Ein Hotel ohne Gäste ist gar nichts. Die Pokémon, die in diese Wettbewerbshalle kommen, sind alle preisgekrönt. Sie kommen aus dem ganzen Land. Mein Herz strömt über vor Begeisterung. Ja, wir können mal einen Blick drauf werfen, auch wenn ich das erst noch nicht machen möchte. Ich möchte zuerst noch Beeren pflanzen, die Coolness erhöhen. Für unser Fritzelblitz schauen noch nach, welche. Ich meine, unser Voltenzo. Wir haben ja kein Fritzelblitz mehr, sondern ein Voltenzo. Und es kann noch weiterhin Coolness-Attacken. Finde ich ganz gut eigentlich. Wenn es Regentanz könnte, wäre es noch eine bessere.
Kombination für den Wettbewerb. Dann können wir Regentanz mit Donner kombinieren. Das würde dann Bonuspunkte geben. Naja, also hier pflanze ich immer mal Beeren für die Saphir Let's Play 10 haben. Was nicht allzu viele sein werden. So, pflanzen wir die Beeren hier erstmal. Ich pflanze alle bei, damit wir sie schnell vermehren können. So, und natürlich muss ich da auch gießen. Ist klar, sonst gehen sie ja ein, ne? Die Pflanze scheint sich zu freuen. Ja, ich gieße gleich zweimal. Ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung hat, wenn man sie mehrmals gießt. Ich kenne mich, wie gesagt, mit Beeren nicht so aus. Und ich habe mich auch nicht so wirklich für die interessiert. Aber wenn es um Wettbewerb gibt, dann muss man welche einpflanzen, um so die passenden Riegel zu mixen. So, ich glaube, das müsste reichen. Im nächsten Part werden sie wahrscheinlich fertig sein. Mal schauen. Es dauert ungefähr einen Tag, die Amrena-Beeren. Hoffentlich vergesse ich sie nicht mitzunehmen im nächsten Part. Und hier waren wir noch nicht. Hier ist auch noch ein schönes Häuschen mit blauem Dach. Oh mein Gott. Wir wollen Super-Pokémon-Riegel im Bärenmixer machen. Okay. Wir wollen Super-Pokémon-Riegel im Bärenmixer machen. Okay. Was hast du zu sagen? Wir wollen Super-Pokémon-Riegel im Bärenmixer machen. Okay, okay. Interessant, interessant. Und? Wir wollen Super-Pokémon-Riegel im Bärenmixer machen. Wo ist denn hier eigentlich ein Bärenmixer? Es ergibt keinen Sinn. Okay. Ach, du liebes Bisschen. Reist du ganz alleine? Ach, du bist ja so jung. Gut. Ich bin sicher, meine Kinder könnten das. Einige oder andere von dir lernen. Ich bin der Experte in der Pokémon-Riegel. Wenn ich mir recht überlege, dann könnte ich ein paar Pokémon-Riegel zaubern. Möchtest du das von mir, der Experte in der Pokémon-Riegel lernen? Ja. Oh, schön. Du bist clever. Das wird eine lange Erklärung. Hör zu. Bist du bereit? Wenn du einen Pokémon-Riegel betrachtest, siehst du, dass er danach bewertet wird. Wie würzig er ist. Je niedriger der Wert ist, desto besser ist das. Vergiss das nicht. Ein guter Pokémon-Riegel hat einen niedrigen Würzwert und einen hohen Level. Ein Pokémon kann mehr gute Pokémon-Riegel essen als durchschnittliche. Und das ist wichtig. Wenn du weiche Pokémon-Riegel herstellen willst, benutze verschiedene Beeren. Sei nicht geizig. Die Art der Beeren beeinflusst die Weichheit der Pokémon-Riegel. Und noch was. Je mehr Leute Beeren mixen, desto weicher werden die Pokémon-Riegel. Daher solltest du andere Leute ansprechen und mit ihnen zusammen Pokémon-Riegel herstellen. Das ist alles, was du wissen musst, um gute Pokémon-Riegel herstellen zu können. Wenn jeder Pokémon hätte, die er liebt, weiche Pokémon-Riegel und eine liebvolle Familie, sähe es auf der Welt viel besser aus. Lass dich nicht unterkriegen, Schatz. Oh mein Gott, ich quatsche noch mehr als meine Oma. Als meine Frau viel länger zur Welt brachte, war ich zuerst geschockt. Aber wenn ich sie jetzt zusammen spielen sehe, bin ich richtig glücklich. Die spielen doch gar nicht, die stehen hier nur rum und sagen... Na, was sagen sie? Wir wollen Super-Pokémon-Riegel im Bärenmixer machen. Genau. Okay, hier ist ein Hafen. Hier können wir nach der Liga zum Duellturm gehen. Hafen Sega Subsidy. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Ja, nachdem wir die Liga besiegt haben. Das heißt, wenn ich davon ein Speedless Play machen würde, wäre sie am einen Tag fertig. Was ich nicht machen werde. Solange die Fähre noch nicht seetätig ist, haben wir Seeleute nichts zu tun. Ich wünschte, sie würden sich ein bisschen beeilen, die Leute von der Werft von Graffitport City. Und ich glaube, diese Matrosenstimme kann ich richtig gut. Okay, ich will hier surfen. Kann man hier surfen? Mal schauen. Surfer nicht einsetzbar. Toll. Bitte? Du suchst ein Schiff? Tut mir leid, aber die Fähre ist momentan nicht in Betrieb. Kann er nicht einfach ein Schild stehen? Anstattdessen müssen sie eine Frau hier den ganzen Tag stehen lassen, damit sie das den Leuten sagt. Ja, hat halt nichts Besseres zu tun. Leicht verdientes Geld rumstehen und den Leuten sagen, was los ist. Das nennt man Schild. Der Beruf als Schild. Wenn die ganze Welt erst einmal uns gehört, dem Team Magma, dann wird sie ein besserer Ort für Pokémon sein. Okay. Pokémon Trainer Fanclub. Die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Da ist doch gar kein... Wo ist denn da noch ein Schild? Ach, egal. Komm, schau mir da mal schnell einen Blick rein.
Egal, was die anderen sagen. Der Arenaleiter von Forsterhaven, Camillo, ist mein Favorit. Aha. Jeder hier ist ein großer Fan von Pokémon-Kämpfen. Wir diskutieren gerade, welcher Trainer der stärkste ist. Wenn du berühmt wirst, werden wir vielleicht deine Fans. Ja, nach der Liga werden die unsere Fans. Ich habe etwas über einen neuen starken Trainer gehört. Dieser Trainer wird bestimmt auch die Arenaleiter besiegen. Weißt du irgendwas über diesen neuen Trainer? Nee, ich weiß nichts davon. Ich weiß nicht, dass er weiße Haare hat und so ein rotes Stirnband mit Strichaugen und anderem Zeugs. Mein Lieblingstrainer muss cool, stark und total nett sein. Ich wollte, es gäbe so einen Trainer. Er steht direkt vor dir, mein Kleines. Okay. Was machen wir jetzt? Wir haben noch mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja Sega-Subsidie noch längst nicht erkundet, wie auch immer. Wir haben noch jede Menge zu tun. Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Ja, schauen wir schnell rein, aber zuerst noch die Schild lesen. Sega Subcity Museum. Ausstellung von Pokémon-Meisterwerken. Ja, schauen wir mal rein. Kann ja nicht schaden, ne? Und eine andere Musik. Okay. Willkommen im Museum von Sega Subcity. Bitte nimm dir die Zeit, unsere Sammlung wunderbarer Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Ich hasse zwar Kunst über alles, aber egal, machen wir es einfach mal. Dieses Pokémon ist anbetungswürdig, genau wie mein kleiner Sohn. Oder unser kleiner Sohn, was else? Pädophile, naja. Die Frau ist hübsch, genau wie meine Mama. Wie nennt man es, wenn Kinder Erwachsene lieben? Keine Ahnung. Das Bild einer hübschen, lächelnden Frau. Mit einem Pokémon auf dem Schoß. Ja, ihr kennt da gar nichts. Kennt ihr da was? Naja. Was ist das? Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Mir scheint, als genießen sie das zarte Streicheln des Windes. Oh, ist das nicht putzig? Wahrscheinlich so ein Mirapler. Die Kämpfe mit Pokémon machen schon Spaß, das gebe ich zu. Aber man darf darüber nicht seine Liebe zu den schönen Künsten vergessen. Oh, dieses Kunstmuseum hier. Verdammt, ich kann keinen französischen Akzent. Ich hätte so gerne einen französischen Akzent. Moment, ich probiere es mal. Dieser Kunstmuseum hier bekommst du viele fantastische Gemälde zu sehen. Und der Kuliatol ist einfach wunderschön. Okay, das geht jetzt langsam in den bayerischen Akzent über. Und der Künstler, wie mir ist dieses Museum einfach eine Inspiration. So, hier sind noch ein paar Bilder. Oh nein, dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier hier und da schon ab. Oh mein Gott. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Die Farbe blättert hier schon und da schon ab, ja. Was ist das? Bären, sie sehen äußerst delikat aus. Das Bild kann einen hungrig machen. Nein. Pixel. Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren und fantastischen Details. Pixel. Sei ihr zu jedem Bild. Was ist das? Na, wie gesagt, was ist das? Ach verdammt, wir müssen es von vorne ansprechen. Hier geht nichts. Geht's hier? Eine große Steintafel, auf der Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen einer alten, unverständlichen Sprache eingraviert sind. Okay. Ein großer Pokéball aus schwarzem Stein gehauen. In früheren Zeiten wurde er zu Festlichkeiten ausgestellt. Aha, interessant. Und es sieht aus wie ein Tauboss. Ein Replikat einer berühmten Skulptur. Es zeigt ein antikes Vogel-Pokémon. Okay, welches antike Vogel-Pokémon ist das? Ich hätte es für einen Tauboss gehalten. Dann ist es wahrscheinlich Arctos, Zapdos, Lavados, Lugia oder Ho-Oh. Eins von den Fünfen. Ich bin der Kurator dieses Museums der schönen Künste. Es freut mich immer wieder, junge Menschen wie dich im Museum zu treffen. Hast du hier schon über... Ja, gesehen. Oh, ich glaube, du bist ein Pokémon-Trainer. Bist du auch an Gemälden interessiert? Ich mach mal nein. Ich verstehe. Ich fühle mich geehrt, dass du uns trotzdem besuchst. Und was ist, wenn man ja nimmt? Hallo, ja. Ah, exzellent, du magst Gemälde. Dann möchte ich dir hier etwas gerne zeigen. Ja, toll. Dies ist unser besonderer Ausstellungsraum.
Wie du klar erkennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ich möchte hier auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker ausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von den Klassikern entfernt ist. Kunst ist doch nichts, was nur auf alte berühmte Kunst ist doch nicht nur auf alte berühmte Werke begrenzt. In diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen, die bereit sind, in ein ruhmreiches Leben zu treten. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Monologen langweilen. Nun, du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt viele Pokémon gesehen und Bilder, die sie darstellen. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir sein Werk hier ausstellen dürfen? Ja, also wie gesagt, was heißt wie gesagt, ich habe hier noch gar nichts gesagt. Also angenommen, wir würden jetzt mit einem Pokémon die Masterklasse eines Pokémon-Wettbewerbs schaffen, dann wird von dem Pokémon, was das was den Wettbewerb gewonnen hat, hier ein Bild ausgestellt, je nach Art, was für ein Wettbewerb es gewonnen hat, ob es Coolness ist oder Schönheit, je nachdem bekommt es hier ein Foto auf dem Gemälde dieses Kunstmuseums. Ja. Und da wird unser Voltenzo wahrscheinlich auch bald drauf sein, wenn wir uns bemühen. Aber bis dahin müssen unsere Bären noch wachsen. Und dann kann's loslegen. Können wir loslegen damit? Ach ja, wir haben ja noch gar keinen Kampf gemacht, ne? Wie gesagt, es gibt keinen Part ohne einen Pokémon-Kampf. Und hier ist er. Oh hey, Kevin, bist du auch am Einkaufen? Ich habe einige Pokémon-Puppen und Poster gekauft. Natürlich, du bist ja auch ein Mädchen. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen. Und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen, dann sehe ich, ob du sie gut behandelst. Ey, bist du ein Pokémon-Züchter oder was? Lass mich in Ruhe, aber ich mach trotzdem. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Ja, komm, letztes Mal gegen Maike battlen. Die hat 4 Pokémon. Ist ja toll. Das machen wir ganz schnell zu Ende. Okay, Schwalbus gegen Absol. Da mache ich natürlich die klassische Doppelteam-Taktik. Ich glaube, ich setze Doppelteam zweimal ein. Und dann erhöhe ich den Angriffswert. Warum trifft Flügelsack? Flügelsack. Ich habe Flügelsack versehentlich gesagt. Oh mein Gott. Warum trifft Flügelschlag jetzt? Oh verdammt, ich habe mich vertippt, aber zum Glück gegen Flügelschlag daneben. Sonst wäre Absol down. Ich glaube, ich gebe ihnen sicherheitshalber einen Hypertrank. Wir haben ja ein paar noch in Reserve, habe ich ja im letzten Part noch in Erinnerung. Flügelschlag. Ja. Oh mein Gott, so ein Scheiß kommt nur so ein Perverse wie ich. Okay, Schwertanz. Aeros trifft er eh immer, also braucht es uns nicht interessieren, dass er Doppelteam einsetzt. Das einzige, was ich. Das einzige, wo ich mich wirklich fürchte, ist Notsituation. Ach, wisst ihr was, was soll der Geiz? Erhöhen wir den Angriff gleich um 3 plus oder um 6 plus, wie auch immer. Er kann ja uns eh nicht treffen mit seinen Flügelsack! Wenn er nicht im Volltreffer ist, bin ich AGGRO. So, und jetzt Eros oder Eros, whatever. So, du bist down, Schwalboss. Und Level 35 für Absol. Schon ein richtig starkes Level. Und der nächste Pokémon ist Knilz. Ey, willst du mich verarzten? Hätte schon längst ein Kappelt sein können. Ich weiß, wann sich Knilz entwickelt. Oder? Weiß ich das? Nee, ich weiß es nicht. Was rede ich denn da? Mit Level 28, glaube ich. Komm auf, das hättest du entwickeln müssen, Mensch. Entwickelt sich, glaube ich, mit Level 32, wenn ich das in Erinnerung habe. Also hätte es sich in diesem Level entwickelt. Oder Level 33, ich weiß gar nicht. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Morabei! Kein Zumpex. Mensch, du musst doch ein Zumpex haben oder Zumpex. Und tschüss, du wurdest eliminiert von meinem Absol. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf an der Route 103 erinnern. Kevin, dieser Kampf hat dir enorm geholfen, stärker zu werden, oder? Nein. Ich überlege mir, ob ich bald nach Wurzeln zurückgehe. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus.
Ich gehe nach Hause und zeige das meinem Papa. Kevin, was willst du machen? Alle Orden der Arena sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du. Wetten? Bis dann. Ja, tschüss und auf Nimmerwiedersehen. So, und jetzt kaufen wir ein paar Hardcore-TMs ein. Sega Soul City Einkaufszentrum. Und diese Stimme verändert voll meinen Charakter. Ein Überfluss an Waren und Überraschungen. Ein Ort, an dem man alles findet, was das Herz begehrt. Und diese Stimme ruiniert meinen Charakter nicht, sondern meine Stimme. Ich kaufe etwas Schönes für mein Azumero, weil es einen Wettbewerb gewonnen hat. Heute wird mir meine Mama ein paar schöne Möbel kaufen. Azumero. Ich meine. Mari Rio. Oh Gott. Was haben die für blöde Aussprüche? Was hast du denn da für ein Betriebssystem auf deinem PC? Ich will es wissen, egal. Willkommen im Einkaufszentrum von Sega Soul City. Sagst du dasselbe? Das ist die Pokémon-Lotterie. Alle Besucher des Einkaufszentrums können einen Pokémon-Lotterieschein ziehen, wenn die Nummer des Lottoscheins mit der ID-Nummer eines deiner Pokémon übereinstimmt. Gewinnst du einen Preis? Ich habe da bis jetzt noch nie gewonnen und wir werden hier auch dieses Mal nicht gewinnen. Wetten? Der Lottoschein hat die Nummer 08870. Ich muss diese Nummer jetzt prüfen, um zu sehen, ob sie mit der ID-Nummer eines deiner Pokémon übereinstimmt. Ah, oh, billig PC. Tut mir leid, keine deiner Nummer stimmt einmal überein. Bitte besuch uns bald wieder. Ja, falls ihr da unbedingt gewinnen wollt, tauscht mehr Pokémon mit euren Freunden. Vor allem mit verschiedenen eurer Freunde, wie auch immer. Dann könnt ihr vielleicht gewinnen. Und den Kevin in Sachen Pokémon schlagen. Weil ich habe da echt noch nie gewonnen. Noch nie. Noch nie in my Pokémon Carrier. Sagt man Karriere? Auf Englisch Carrier? Keine Ahnung. Carrier ist ja der Laster, ne? Immer wenn ich da... Immer wenn ich in das Einkaufszentrum gehe, endet das damit, dass ich 1000 Dinge kaufe, weil es so viel Spaß macht. Das nennt man Kaufsucht. Geh in eine Therapie oder sowas. Okay, hier. Ich werde bald auf eine lange Reise gehen. Ich muss daher Items kaufen. Welche Items kaufst du denn? Ich meine, welche Items kaufst du denn? Welche Items kaufen wir, meine ich? Okay, hier verkaufen sie alle. Keine Briefe. Okay, die normalen Items halt, ne? Lerne mit Items vernünftig umzugehen. Das ist essentiell. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Essentiell, ehrlich. Willkommen. Was verkaufst du? Du verkaufst dasselbe. Plus noch ein paar Heiler und Heilungs-Items und ein paar Ineko-Routen, die völlig überteuert sind. Da hilft ein Rauchball mehr. Aber egal. So. Mein Mann wartet zu Hause auf mich. Was wäre wohl ein passendes Geschenk für ihn? Du weißt nicht, was Männer mögen. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Halt, Moment, das war gerade voll schwul, was ich da gemacht habe. Ich bin schwul. Ich habe meinen Pokémon Carbon gegeben, um die Initiative zu erhöhen. Willkommen. Okay, anscheinend verkaufen sie diese Carbons, ja, X-Items und Angriffsplus und das ganze Zeugs. X-Treffer, naja. Wir haben ja sehr viele Attacken, die immer treffen, daher brauchen wir eigentlich keinen X-Treffer. Und was verkaufst du? Wahrscheinlich diese Vitamine, jawoll. Jawoll, bitte komm bald wieder. Ich möchte, dass mein Pokémon mehr Ausdauer hat. Ich frage mich, ob ich lieber die Verteidigung mit Eisen oder die Spezialverteidigung mit Zink steigern soll. Okay, hier, da. Um Pokémon stärker zu machen, eignen sich Items hervorragend. Protein steigert den Angriff und Calcium den Spezialangriff. Jawohl. So, was gibt's im dritten Stock? Findest du übrigens cool, dass hier immer bei den Aufzug steht, was für ein Stock das ist. Das gab's, glaube ich, in den anderen Generationen nicht mehr. Was ich recht schade finde, eigentlich. Naja.
Okay, was hast du zu sagen? Ich hätte gern all die unterschiedlichen Teams, aber ein Pokémon kann nur 4 Attacker lernen. Ja, der Tipp, da gebe ich dir mal einen Tipp. Fange mehr Pokémon, ausstelle die ganzen Attacken, die du einsetzen möchtest. Willkommen, kann ich dir helfen? Ja. TMs, na bitte, das wollte ich. Okay, wir wollen Schutzschild für Ninja Tom. Dann. Nein. Okay. Das andere ist wahrscheinlich Reflektor und Spiegeltrick. Nee, Spiegeltrick nicht, sondern Lichtschild. So, was hast du? Kraftvolle Feuerattacke, die den Gegner verbrennen kann. Nein. Mächtiger Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann. Was? Donnerschlag ist das? Nee, das ist Donner, ne? Nur Donner. Okay, kaufen wir uns Donner. Eis- und Schneeattacke, die den Gegner einfrieren kann. Das ist Blizzard und das ist Hyperstrahl. Da möchte ich einen kaufen für Voltenso. Oder vielleicht sollten wir Voltenso erst Hyperstrahl beibringen, wenn wir den Pokémon-Wettbewerb geschafft haben. Mal schauen, ich schau mal schnell nach, ob Hyperstrahl es wert ist, Voltenso beigebracht zu werden. Oder Donner? Donner ist eine Coolness-Attacke, oder? Moment. Also schauen, kostet ja nichts, ne? Was? Absorbiert kann Donner? Heftig. Okay, Donner ist eine Coolness-Attacke. Irritiert alle Pokémon, die bisher auftraten. Donnerblitz. Donnerwelle. Irritiert alle. Ich würde gerne Schockwelle verlernen, aber dann geht die Kombi nicht mehr mit Ruckzuckhieb und Schockwelle. Aber später können wir es vielleicht mit Regentanz kombinieren, aber Regentanz ist keine Coolness-Attacke. Ich glaube, da muss ich mir was einfallen, was überlegen. Nein, oh Mensch, nein und ja, so. Aber eins weiß ich mit Sicherheit, und zwar Schutzschild bringen wir auf jeden Fall Ninjaton bei. Um zu schauen, ob die Gegner manchmal Attacken drauf haben, die unser Ninjaton besiegen können. So, Hyperstrahl und Donner lasse ich noch in meinem Beutel. Die können wir ja noch später noch eins unserer Pokémon beibringen. Okay, und das müsste, glaube ich, erstmal reichen. Nein, dich haben wir schon angesprochen, lass mich. Oder haben wir dich schon angesprochen? Nee, ne? Es gibt so viele verschiedene Arten von TMs. In einem Katalog habe ich gelesen, dass es 50 verschiedene Arten gibt. Ja, momentan gibt es sogar mehr. Eine offensive Attacke oder defensive Attacke? Es ist nicht einfach zu entscheiden, welche Themen ein Pokémon lernen soll. Oh Gott, wir werden noch lange die Stadt erkunden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen. Eine halbe Stunde vor. Also hier waren wir schon, die verkauft ja diese Verteidigungs-Items. Und was hast du zu sagen? Ich hätte gerne all die... Achso, das ist der Typsi. Der Typsi. Oh mein Gott. Hier möchte ich gar nicht erst nachschauen, aber ich muss es. Sie verkaufen viele hübsche Matten. Welche soll ich nur kaufen? Was? Welche soll ich nur kaufen? Ich soll sie alle kaufen. Oh Gott. Ja, ich muss sie alle haben. Schön Pokémon, Hier gibt es viele niedliche Puppen. Ich solle lieber mir selbst welche kaufen, anstatt immer für meine Kinder. Oh mein Gott, Erwachsene spielt immer noch mit Puppen. Schäm dich. Ich bin noch zu klein, um Pokémon aufzuziehen. Daher bekomme ich eine Puppe. Oh. Ja, genau. Für sowas sind Puppen geeignet. Für kleine Mädchen. Nicht für Erwachsene. Wie du eine bist, ne? Okay, schauen wir mal nach, was im Angebot haben. Pikachu-Puppe, Pichu-Puppe, Mary-Puppe, Pummelhof-Puppe, Zwölich-Puppe, Irso-Puppe, Popanze-Puppe, Kekelgang-Puppe, Azurel-Puppe, Enneko-Puppe, Wablu-Puppe, Schlupok-Puppe und so. Okay, ja, also wenn ihr Puppen kaufen wollt und Geheimbasen einrichten möchtet, dann hier seid ihr genau richtig. Vierter Stock im Einkaufszentrum von Sega Subsidy. Okay, was verkaufst du? Pika-Kissen, rundes Kissen, Zigzags-Kissen, Kreiselkissen, Diamantkissen, Ballkissen, Pflanzenkissen, Feuerkissen, Wasserkissen und zurück. Okay, das sind so die kleinen Items für die Geheimbasis. Und jetzt kommen die großen Items. Ballposter, grünes Poster, rotes Poster, blaues Poster, hübsches Poster, Pichuka-Poster, Schlangenposter, Meerposter, Himmelposter. Na cool, groß waren die Items nicht, aber hier kommen die großen Items. Das sind so Schränke, glaube ich, ne? Und so Tische. Läufermatte, Donnermatte,
Feuermatte, Schneematte, Anziehungsmatte, Geofissurmatte, Stahlmatte und Glitzermatte und Sprungmatte und die Drehmatte und zurück. Okay, das sind alles so kleine Items. Die Matten sind ganz cool, muss ich sagen. Also, die tun irgendwie euren Charakter herumspringen lassen oder drehen. Also, ist ganz lustig eigentlich, wenn man es mag. Also, früher habe ich es gemocht, jetzt mache ich es nicht mehr. Weil ich das eher für Geldverschwendung halte. Und jetzt immer auf den obersten Stockwerk des Gebäudes. Beziehungsweise im Freilicht. Wir sind ja jetzt wieder draußen. Deswegen läuft jetzt auch die Musik wieder von Sega Subsidy. Oh, ich bin am Verdursten. Vielleicht kriegt man einen Tee, wie bei Pokémon Rot, Blau und Gelb. Mal schauen. Also ein Versuch ist es wert, ne? Mal schauen, könnte interessant werden. Okay, geht nicht. Schade. Haben sie noch nicht bekannt gegeben, wann sie den Ausverkauf starten? Ich achte immer auf die Werbung im Fernsehen, aber bisher war da nichts. So, und jetzt fliegen wir zurück. Was, hier nicht einsetzbar. Wir sind hier im Freien. Das müsste gehen. Scheiß Pokémon. Ich hasse dieses Spiel. Okay, ja. Die Stadt haben wir gleich erkundet. Also... Ah, hier. Willkommen in Sega Subsidy Einkaufsmuseum. Ich möchte ins Erdgeschoss. Okay, das ging ja schnell. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Erkunden wir die Stadt noch fertig und dann beende ich doch schon den Part. Ja, ich muss zugeben, leider ein etwas langweiliger Part heute, aber es macht ja nichts, ne? Außer Attacken verlieren. Also hier waren wir schon im letzten Part. Hey, du da! Komm bloß nicht in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht sich also nichts an. Ich bin erwachsen, also gehorche. Nein. Oh, oh, Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht unser Spielzeug. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Okay, Kecleon. Oh, oh, oh. Ja, hier sind zwei Team Magma-Fuzzis, die unterhalten sich wahrscheinlich. Also im Grunde ist es so, ein Anzug passt zu mir wie die Böse im zum Meer perfekt. Und bei dir, eine Beere passt zu T. Warum ist das so? Zitrobeere erhalten. Cool, er gibt uns Beeren. Also im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Ah ja, okay. TV-Trainer. Tito-Bär. Okay, verstehe. Heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wie? Wer bist du denn? Ich habe mit mir selber gesprochen. Ich bin ein Hüppel. Ich weiß nicht, was unser Boss so vorhat. Aber als Mitglied von Team Magma habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Ich habe nur mit mir selber gesprochen. Ja, diese Team Magma-Fuzzi sind ganz lustig. Lustig, yay! Kannst du diese besondere Höhle in der Bucht? Das ist eine natürliche Formation, aber Team Magma... Was? Das ist eine natürliche Formation. Aber Team Magma kann und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selber naturlebendes Team Magma. Aber was sie zu sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Da war gerade ein Rechtschreibfehler drin. Und zwar hier. Kennst du diese besondere Höhle? Das ist eine natürliche Formation. Das ist der Rechtschreibfehler. Also nicht jedes Pokémon-Spiel ist perfekt. Der gibt euch Erholung. Oh, was? Wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Team 44. Wie bringen wir Absol bei? Schlaf ist wichtig für deine Gesundheit. Schlaf und hol dich. Ja, immer 8 Stunden am Tag schlafen oder in der Nacht, je nachdem. Ob ihr Vampir seid oder Mensch. Erholung. So, und jetzt bringen wir Absol Erholung bei, aus dem Grund, weil die Kombi dann passt. Die ich mir erhoffe. Und zwar kommt bis jetzt weg. Und Absol erlernt Erholung. So, ich werde übrigens noch was ankündigen. Ein 50 Abonnenten Special werde ich machen. Und zwar... Ja, vielleicht am Samstag oder Sonntag, je nachdem, ich muss den ja noch machen und so, das ganze Zeug. Und unter Woche habe ich ja nicht so viel Zeit, ich habe ja Schule und das ganze Zeug, was man halt so machen muss, ne. Das heißt, ja, am Wochenende werdet ihr verwöhnt werden mit meinen Videos. Und eine Herzschuppe gefunden, yay! Jetzt können wir zum Attacken-Erlerner gehen und vielleicht ein paar Attacken beibringen lassen. Schauen wir vielleicht im nächsten Part vorbei.
Aber bis dahin schaue ich noch die ganzen. Schaue ich noch hier das ganze Zeug an. Was ist das? Hier, Weiber! Springt aus dem Wasser! Hey, was willst du? Du störst uns beim Training, also würde ich vorschlagen, du verschwindest. Was ist Training? Okay, ich trainiere mal ein bisschen, ne? hier ist das Timakon-Versteck oben am rechten Bildschirmrand. Dieser Eingang da, den werden wir uns allerdings noch nicht unter die Lupe nehmen. Wir haben noch jede Menge zu tun, bevor wir das machen. So, wisst ihr was? Weil wir hier gerade so schön am Quatschen sind, fliege ich noch schnell zum Attackenerlernen und schaue nach, welche Attacken unsere Pokémon erlernen können. Wir haben jetzt eine Herzschuppe gefunden. Segas Obsidi haben wir erkundet, wie auch immer. Außerdem müssen wir im nächsten Part eh die Superklasse machen. Also passt es ja eigentlich vom Ort her. So, hier ist... Oder? Nee, der ist nicht hier. Das ist der Ruinenmaniac. Der Attackenmaniac ist hier. Direkt neben dem Ruinenmaniac. Klingt logisch, ne? Ich bin Attackenhelfer. Ja, komm. Hör auf zu quatschen. Ja, komm. Willst du die Herzschuppe oder nicht? Du kriegst sie nicht, wenn du weiterhin quatscht. Okay, absurd. Mal gucken. Kratzer, Silberblick, Verhöhner, Ruckzucki, Klingen, Sturm, Biss. Ja, nichts. Nichts für Absol. Okay, Ninjatom. Was soll Ninjatom lernen? Kratzer, ne. Härtner, ne. Blutsauger, ne. Sandwirbel, ne. Krabsfurie, ne. Windsleser, ne. Kung-Fu-Strahl, naja. Ne, eher nicht. Weil ich bin mit der momentanen Taktik sehr zufrieden gerade mit Ninjatom. So, Junglut, was kannst du denn? Kratzer, Heule, Energiefokus, Glut, Schnabel, Sandwirbel, Protzer und Ruckzuckieb. Und was kann Welser? Hoffentlich kann Welser eine Killattacke. Das wäre jetzt geil. Spaßkanone, Lehmschelle, Lehmsuhler, Nassmacher, Ackerknarre, Intensität, Amnesie. Okay, Amnesie wäre eine Überlegung wert. Da hätten wir wieder so ein Defender-Pokémon. Aber wir haben schon einen Defender-Pokémon, würde ich sagen. Aber ich glaube, mit der Taktik passt schon, was wer sagt. Und außerdem haben wir ja schon Defender-Pokémon, nämlich unser Ninjatom. Okay, Voltenso kann Tackle, ne, Silberblick, ne, Jauler, ne, Funksprung, ne, Schnüffler, ne, Brüller, ne. Manchmal lernen die auch so Special-Attacken durch einen Attackenverlerner, die bei Pokémon, also bei manchen Pokémon. Und was kann Tropius? Silberblick, Windstoß, Wachstum, Rasierblatt, Lockduft, Wirbelwind. Na, okay, das ist auch wieder keine gute Option. Okay, jetzt sind alle Attacken durchgegangen. Vielleicht kann Logak ein paar Attacken erlernen. Weil entwickelt sich eigentlich Junglut. Nein, nicht Schaufler, sondern Bericht. 3172 Erfahrungspunkte. Naja, mal schauen, vielleicht entwickelt sich sie ja im nächsten Part, auch wenn wir im nächsten Part eher Wettbewerb machen werden als Pokémon-Kämpfe. Mal schauen, wenn die Bären noch nicht fertig sind, mache ich natürlich mit der Story weiter, ist klar. Und falls sie fertig sind, mache ich Wettbewerb. Also lasst euch überraschen, was morgen kommen wird. Ich mache jetzt hier Schluss und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich Wochenende habe, beziehungsweise ihr auch Wochenende habt. Je nachdem, wann ihr es schaut. Okay, dann bis morgen, beziehungsweise bis gleich. Also, ciao.